Hallo ihr Lieben, heute habe ich gedacht, sprechen wir mal darüber, wie es eigentlich ist, ein Haus oder eine Wohnung in den USA zu kaufen. Aber erst einmal möchte ich Lukas aus dem Schwabenland grüßen. Hallo, lieber Lukas. Lukas war so lieb und hat uns, also mir, Koray und Julian, eine Videonachricht geschickt. Und das fand ich so lieb und toll von dir. Vielen, vielen Dank. Und dein Truck sieht echt der Hammer aus, lieber Lukas. Und noch ein kurzes Update zu meiner Oma. Meine Oma, wie viele von euch ja wissen, war an Corona erkrankt und sie ist 88 Jahre alt und sie war über 5 Wochen lang im Krankenhaus und gute Nachricht, sie hat kein Corona mehr und sie ist auch nicht mehr im Krankenhaus seit über einer Woche. Yay! Und das finde ich auch echt super, weil am Montag hat sie Geburtstag und wird 89 und das dann gesund. Ja, das war nur ein kurzes Update zur Lage und dann zum Video. Ich habe also hier aufgeschrieben 9 Schritte und es ist ziemlich kompliziert, wenn man sich das alles anhört, was man also alles beachten muss, wenn man in den USA ein Haus oder eine Wohnung kauft. Nummer 1, was ihr braucht, um ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, ist ein Pre-Approval Letter von deiner Bank. Und in diesem Brief, eine Seite lang, bescheinigt die Bank im Grunde, ob du kreditfähig bist oder ob du genügend Geld hast, um ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Und was ich immer ein bisschen lustig finde, ist, die Bank, die schreibt also hier schon eine Höhe. Wie viel Geld kannst du dir leisten, auszugeben für ein Haus? Und das steht da direkt drin. Es ist also einfach nur ein Brief, in dem die Bank befürwortet, die und die Summe ist okay für Herrn oder Frau XYZ. Ja, und diesen Brief wollen die Makler dann auch sehen, um zu wissen, kann der sich das überhaupt leisten, das Haus? Und was ich immer ein bisschen merkwürdig finde daran, ist, dass die Bank hier teilweise von der Summe her ziemlich hoch rangeht und dass viele Menschen, also wenn jetzt zum Beispiel die Bank sagt, ja, der kann ein Haus kaufen für $500.000, dass die Leute dann tatsächlich auch nach einem Haus gucken für 500.000, sich also immer an diesem Maximum orientieren und das finde ich eigentlich sehr schade und auch naiv von vielen Menschen, dass sie das so machen, denn nur weil die Bank sagt, ja, diese Person könnte sich bis zu 500.000 oder was auch immer für eine Summe ein Haus leisten, finde ich das eben fragwürdig, denn man sollte doch möglichst versuchen, nicht unbedingt das auszureizen und die höchste Summe zu nehmen, aber von dem, was ich so mitbekomme um mich herum, machen das die meisten. Die meisten kaufen dann ein Haus oder eine Wohnung zu der höchsten Summe, zu der sie zugelassen sind. Also das bedeutet nicht, dass man ein Haus kaufen muss, das so teuer ist. Um so ein Pre-Approval Letter zu bekommen, benötigt man einen Credit Score, ganz wichtig in den USA. Und wenn ihr auswandert, so wie wir, dann werdet ihr einfach am Anfang überhaupt keinen Credit Score haben, der existiert nicht. Ich habe dazu ein ganz ausführliches Video gemacht, das werde ich unten in die Beschreibung verlinken, das könnt ihr euch nach diesem Video angucken. Und darin erkläre ich, was ein Credit Score ist und auch, wie ihr anfangt, einen zu bekommen. Punkt 2, ihr solltet euch auf jeden Fall einen Makler hinzuziehen und Überraschung, ihr braucht auch keine Angst haben vor den Kosten, denn in den USA werden die Maklerkosten von dem Verkäufer, dem Eigentümer, bezahlt. Das heißt, davon habt ihr viel, wenn ihr der Käufer seid. Wenn ihr dann irgendwann mal euer Haus verkaufen wollt, dann müsst ihr damit rechnen, dass die Maklergebühren um die 6% sind. Manchmal kann man da auch ein bisschen handeln mit dem Makler. Es kommt auch darauf an, was ist es für eine Gegend. Ist es jetzt ein heißer Markt? Sind die Häuser, gehen die schnell weg? Dann wird der Makler eher nicht verhandeln. Aber in kleineren Dörfern oder so kann das schon passieren, dass man mit dem Makler verhandeln kann. Aber wie gesagt, wenn ihr ein Haus kaufen wollt, dann müsst ihr überhaupt gar keine Angst haben, einen Makler zu konsultieren, denn ihr müsst den nicht bezahlen.
Ihr könnt natürlich auch online nach Häusern schauen und braucht erstmal nicht unbedingt sofort einen Makler, aber wenn es dann darum geht, die Häuser zu besichtigen, dann ist es einfach mal einfacher, wenn ihr einen Makler habt und der kann euch ganz schnell einfach mal 5, 6 Häuser innerhalb eines Tages zeigen und ja, dann könnt ihr eigentlich mehrere Wochen verbringen mit diesem Makler und euch alle möglichen Objekte anschauen. Und wenn ihr dann ein Haus gefunden habt oder eine Wohnung, das ihr haben möchtet, dann kommt Punkt 3, make an offer. Du musst also ein Angebot machen. In den meisten Fällen versucht man natürlich ein Schnäppchen zu machen und versucht ein niedrigeres Offer zu machen, ein niedrigeres Angebot, als das Haus gelistet ist. Also ich würde auf jeden Fall, so haben wir es auch immer gemacht, erstmal versuchen, weniger zu offern. Wobei natürlich auch hier kommt es wieder darauf an, wo befinden wir uns denn. Wenn es eine Gegend ist, wo die Häuser so schnell weggehen, dann will man da auch nicht sich die Chance vertun, dass man das Haus nicht bekommt. Also man muss natürlich im Rahmen des Realistischen bleiben, was man da anbietet. Aber man kann es ja versuchen und weniger offern, als das Haus gelistet ist. Ja, und was hier der große Unterschied ist zu Deutschland, wo man ja teilweise ganz normal mit zum Beispiel dem Eigentümer verhandelt direkt und also mündlich aushandelt, welcher Preis wäre jetzt in Ordnung. So findet das in den USA richtig vertraglich statt. Das heißt, obwohl du nur ein Angebot machst, unterzeichnest du im Grunde schon einen kompletten Vertrag, mehrere Seiten, wo also schon alles bis ins letzte Detail ausformuliert ist. Und es kann eben sein, dass der Verkäufer sofort zuschlägt und sagt, bin ich einverstanden, verkaufe ich dir. Und dann ist das Dokument im Grunde schon rechtsgültig. Also obwohl du denkst, du hast jetzt noch nicht mal das Haus gekauft oder so, du machst doch gerade mal nur ein Angebot, ist da bereits ein kompletter Vertrag zustande gekommen. Aber in den meisten Fällen wird es nicht so sein, dass der Verkäufer jetzt einfach darauf einwilligt, sondern er wird ein Counteroffer machen. Das heißt, er versucht dann doch wieder ein bisschen mehr zu bekommen. Und so kann es tatsächlich mehrfach hin und her gehen. Also ich sage, ich will das Haus kaufen für 350.000, dann sagt der Verkäufer, nein, ich möchte aber haben 357.000. Und so kann das ein paar Mal hin und her gehen. Da können auch andere Kleinigkeiten drin verhandelt werden. Ich möchte gerne die Waschmaschine behalten oder was auch immer so im Wunsch des Käufers steht. Für mich ist es immer so ein bisschen so eine Art Spiel. Wir haben ja schon öfters Häuser gekauft in den USA und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer ein bisschen nervig, dieses, weil man selber ist ja im Kontakt mit seinem eigenen Makler, der muss extra herkommen oder halt online und man muss einen Vertrag aufsetzen, man muss das unterschreiben. Das wird dann zum Makler des Verkäufers geschickt. Die schauen sich das wieder durch, dann kommt wieder was zurück. Also das ist dieses Spiel hin und her, finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen kompliziert und ehrlich gesagt sehr bürokratisch. Es kann auch Fälle geben, wo das Haus gelistet ist zu einem niedrigeren Preis, als es verkauft wird, weil zum Beispiel mehrere Käufer sind interessiert an dem Objekt. Und dann kann der Preis auch in die Höhe gehen. Also man weiß nie so recht, was hier preislich geschieht. Also nur weil ein Haus gelistet ist zu einer bestimmten Summe, heißt es nicht, dass es jetzt unbedingt zu dem Preis weggeht oder niedriger oder höher. Man weiß es eigentlich nie. Es kommt halt immer darauf an, wie begehrt das Objekt ist. Sollte also irgendwann der Verkäufer sich einwilligen auf die Summe, die ihr anbietet und er sagt, ja, damit bin ich einverstanden, dann kommt Punkt 4, Earnest Money, eine Art Anzahlung. Damit zeigt ihr, dass ihr es auch wirklich ernst meint und das müsst ihr mit einem Cashier's Check und es wird in Escrow gehalten. Das wird quasi auf einem Konto zur Sicherheit behalten. Und die Höhe wird ungefähr 1-3% des Hauspreises betragen. Das müsst ihr dann also zu dem Zeitpunkt schon einmal bezahlen. So, dann Nummer 5, eine Inspektion wird stattfinden von einem unabhängigen Inspektor, der sich das Haus also ganz genau anschaut und alles bemängelt, was irgendwie kaputt ist
Und ja, der testet alles, also von Strom zu Elektrogeräten. In den USA verkauft man ja sehr häufig sein Haus, inklusive Ofen, Kühlschrank, Mikrowelle, alle diese Dinge. Das wird alles durchgetestet. Und ja, der Inspektor schreibt dann einen riesenlangen Bericht über das Objekt, was alles fehlerhaft an diesem Objekt ist. So eine Inspektion kann kosten zwischen 300 und 500 Dollar und das müsst ihr bezahlen als Käufer. Es hat aber den Vorteil, dass ihr dann darauf aufmerksam gemacht werdet, was eben alles so kaputt an dem Haus ist. Ob vielleicht das Haus ein neues Dach braucht oder Wassererhitzer oder was auch immer. Und dann könnt ihr, wenn ihr findet, das sind aber ein bisschen zu krasse Fehler, die in diesem Haus existieren, dann könnt ihr nochmal sagen, nee, ich möchte doch nochmal mein Angebot tiefer setzen. Oder ihr könnt auch sagen, ich möchte, dass das erstmal repariert wird, sonst will ich das Haus nicht haben. Also repariert erstmal euer Dach oder ich biete weniger Geld. Also da hat man nochmal so ein bisschen Spielraum, dass man sagen kann, ich finde, dass mein Angebot nicht dem Hausmarktwert entspricht. Man kann auch Häuser kaufen, wenn der Verkäufer sagt, as is, also nur so wie es ist, dann findet keine Inspektion statt. Das ist ein renovierungsbedürftiges Haus, haben wir auch schon gekauft, wo einem ganz klar ist, ja, da sind ganz viele Sachen kaputt, deswegen kauft man es ja. Ein sogenannter Fixer-Upper. Und ja, in dem Fall braucht man keine Inspektion. Aber wenn man jetzt ein relativ neues Haus kauft, dann würde ich das schon anraten, dass man eine Inspektion macht. Dann weiß man einfach besser, woran man ist. Dann Punkt 6, was stattfinden wird, ist ein Appraisal. Und da kommt ein unabhängiger Appraiser, der bewertet, wie viel Wert ist dieses Haus eigentlich. Und das ist insbesondere sehr wichtig für die Bank. Denn die Bank wird keinen Kredit geben über eine bestimmte Summe, wenn das Haus diesen Wert nicht hat. Da kann also der ganze Kaufvertrag zunichte gemacht werden, wenn jetzt der Appraiser sagt, das Haus hat aber gar nicht den Wert von 350.000, das Haus hat nur einen Wert von 250.000. Aber es ist auch für euch von Vorteil, weil ihr dann eben wirklich sicher seid, ihr habt wirklich den richtigen Preis bezahlt für das Haus hat tatsächlich diesen Wert. Dann Nummer 7, das findet nicht immer statt, aber sehr häufig ein Survey, wo nochmal ganz genau gemessen wird, wo das Grundstück endet. Und in vielen Fällen wird das bereits beim Titel vermerkt sein, aber in einigen ist es nicht. Und manchmal ist es so, dass sich Grenzen verändern, weil alle möglichen Nachbarn gebaut haben. Dann kann man teilweise feststellen, Moment mal, eigentlich gehört das Stück hier doch zu mir und du hast es die ganze Zeit benutzt. Da kommt also einer, der ganz genau bemisst, wo sind die Grenzen, denn nicht immer haben die Amerikaner Zäune um ihre Häuser. Ja, und da sieht man immer so kleine Fähnchen, die werden dann gesteckt und dann ist einem richtig klar, wo endet das Grundstück. Ja, wir hatten zum Beispiel mal ein Haus in Florida gekauft aus den 60er Jahren und da war überhaupt nicht mehr klar, wo fängt denn hier das nächste Grundstück an, weil das schon so lange her war, als es das letzte Mal bemessen wurde und da war das ganz wichtig, dass man hier nochmal genau zeigt, was gehört dir und was nicht. Dann Nummer 8, wir nähern uns also jetzt schon mit ganz, ganz schnellen Schritten dem endgültigen Kaufvertrag. Hier wird jetzt ein Title Search vorgenommen, wo nochmal ganz genau überprüft wird, so ähnlich wie beim Grundbuchamt, würde ich jetzt mal so ähnlich sagen, ob auch wirklich alles in Ordnung ist. Ist das wirklich der vorherige Eigentümer? Stimmt das alles und sind da keine Liens auf dem Haus? Also ein Lien ist ein Pfandrecht, hat womöglich jemand anders das Recht auf dieses Objekt. Das wird alles nochmal ganz genau überprüft, dass hier auch wirklich alles rechtens ist. Bevor es dann Nummer 9 zum Closing kommt. So heißt es also Closing und das ist der endgültige Kaufvertrag, der also mitunter so dick sein kann. Da findet dann ein Termin statt, wo also mehrere Leute dabei sind. Das sind dein Makler, dann ein Notary. Es müssen nicht unbedingt die Verkäufer und der Makler vom Verkäufer dabei sein. Es kann sein, muss nicht unbedingt. Das kann man ja auch alles
online heutzutage machen. Aber es wird auf jeden Fall so ein letzter Termin stattfinden. Oft macht man das in einem schicken Büro, wo alles wirklich ganz schnieke aussieht. Es kann aber auch stattfinden bei dir zu Hause. Es kommt halt auch darauf an, was wieso deine Wünsche sind und wer wie wann Zeit hat. Also da kann man sich über verschiedene Sachen einigen. Wenn du einen Kredit hast für das Haus, dann wird der Papierkrieg an diesem Tag noch viel, viel schlimmer sein. Viel einfacher wird es sein, wenn du das Haus cash bezahlen kannst. Die Kosten für dieses Closing bezahlt im Normalfall der Käufer und sie werden ca. 2-5% des Hauspreises oder Wohnungspreises sein. Aber auch hier kann man einiges verhandeln mit dem Verkäufer. Also manchmal teilt man sich die Kosten oder der Verkäufer, wenn er zum Beispiel ganz dringend sein Haus verkaufen möchte und er hat keinen Käufer gefunden für eine lange Zeit, dann ist er oft bereit und sagt, ach, ich übernehme das oder ich übernehme einen großen Teil davon. Also es gibt hier nochmal einen Verhandlungsspielraum, aber im Normalfall muss der Käufer diese Kosten übernehmen. Ja, und das alles, diese ganzen Papiere, die werden zum Titelamt, so eine Art Grundbuchamt geschickt. Das wird da alles offiziell eingetragen, damit du der offizielle Eigentümer bist. Und 1-2 Wochen später wirst du die offiziellen Dokumente zugesandt bekommen. Die sehen dann richtig schön offiziell aus. Und dann bist du der glückliche Besitzer eines neuen Hauses oder einer Wohnung in den USA. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt euch der Kopf schwirrt und dass ihr denkt, ihr müsstet jetzt vielleicht die Punkte alle aufschreiben, damit ihr nichts falsch macht oder vergesst. Aber ich kann euch beruhigen. Diese ganzen Punkte, ihr müsst die nicht wissen. Denn der Makler, der mit euch arbeitet, der wird euch Schritt für Schritt leiten. Es gibt nichts, woran er nicht denken wird. Er wird alles rechtmäßig und korrekt für euch ausführen. Also ihr braucht überhaupt keine Angst haben. Ihr könnt da ganz relaxed sein. Insofern habe ich euch diese Punkte einfach nur mal informell erklärt, damit ihr versteht, was alles passiert. Aber es ist nicht so, dass ihr jetzt Bedenken haben müsst, dass ihr das alles hinbekommt. Ich hoffe, ich habe alles erklären können. Wenn nicht und ihr habt noch Fragen, dann lasst es mich unten wissen. Wenn das Video interessant war, dann bitte nicht vergessen, Daumen hoch, das hilft mir immer sehr. Wenn euch das Leben in den USA interessiert, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade. Und wenn ihr Lust habt, ich bin auch auf Instagram, dann könnt ihr mir da auch folgen. Das war's für heute. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Tschüss, eure Sissi.